Willkommen zurück, liebe Leute. So, let's play The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Was ist jetzt der Plan? Wir holen uns. Wir haben den letzten Part angefangen. Wir werden es in diesem Part zu beenden. Und zwar Wildschwein zu holen. Wildfleisch. Genau, da wollen wir von Boss unterbrochen. Und jetzt suchen wir weiter nach Wild. Und da hinten steht schon mal, wer ist es? Also ich glaube, wenn irgend so ein Typ mit so einer Axt auf mich zurennen würde, würde ich als Wildschwein leicht aggro werden. Also ich verstehe die Handlung. Darf er das? Nein. Aber das, darauf haben wir wohl keinen Einfluss. Ist das brennende Wildschwein? Ich rette einfach weg, weil es irgendwas bemerkt. Und dann rennt das auch. Alles klar. Und rennt und rennt und rennt. Ich kann ihn nie richtig stellen. Was ist denn das? Unnötige Falle. Kino. Wieso? Das wird mein erstes Glory-Opfer. Wer hat es denn jetzt gefunden? Hier ist keine drinnen. Oh, fuck it. Ah, das hat einen ganz schönen Dampf. Hat's einfach Luft aufgelöst. Lol. Sag's ja, die Wildschweine können auch teleportieren. Bisschen lustig. Stell dir vor, es war really auf so ein Typ verfolgt dich und du kannst dir einfach Luft auflösen. Schwitz. Und so ein bisschen weg. Ja. Ah, wo ist das nächste Wild? Wir werden in diesem Part Wild fangen. Alles geht weg. Mann. Keiner mag das. Okay, ich renne mit einem riesigen Zweihänder rum, also. Ja, es ist. Ich glaube, die Tiere können denken, was du von denen willst, unter Umständen. Ja. Da ist wieder eins. Ja, wäre eins, aber es lässt mich nicht nah genug an dich ran. Ja, die sind echt schnell, die. Ich hab die Idee, ich nehme einfach mal ein bisschen. Fieser. Der kann was, bestimmt. Und eine Bombe. Musstest du treffen, das Einhorn. Ich hab allein mit der Einhorn Bombe. Vor allem. Ich hab allein mit der Bombe trifft. Sehr schön. So, und es muss natürlich da sein. Da ist auch eine wichtige Voraussetzung. Setzung. Da mal. Nee, das ist der alte Mann. Tu, ja, tu dir abwerfen. Probier's mal. Nee, zu viel sind wir nicht. Nee. Wir haben Respekt vor alten Leuten. Na, du nicht, sag klar. Okay. Okay. Spaß beiseite, jetzt komm. So, wo haben wir denn jetzt das? Ja, plötzlich, wo du anfängst mit der Bombe rumzulaufen, sind keine Tiere mehr da. Komisch. Hallo. Plötzlich, wenn du keine mehr hast, sind welche da.
rennt einfach mal im Kreis und jetzt ist es weg. Oh Mann, das wäre so gut gewesen, aber nein, Teleportation. Ja, die können was, die Dinger. Switch und es ist weg. Nach dem Motto. Schwisch, schwisch, schwisch. Und das heißt so. Ah ja. So, weil jetzt eins in der Nähe ist, während du mit einer Bombe rumläufst, ne? Das ist richtig einladend. Was hast du jetzt gemacht? Ja. Das ist der alte Mann. Oh, ein Ei. Warte, gleich kommt der Vogel und macht es kalt. Das wäre lustig. Ich bin hier drin sehr gut geschützt. Ah ja. Was? Ich muss wirklich so nah alles rankommen, alles hier rankommen, dass ich wirklich meinen Schlaf ausruhen kann. Hm. Oder mein Schuss. Vielleicht, wenn du irgendwo eins siehst, dass du dann. Da oben ist eins. Wenn du mich jetzt noch nicht gesehen hast. Anpürst und dann auf den Baum kletterst. Wo ist denn das? Ich sehe es nicht. Ist es weg? Sei was die da. Dabei aber halt einen Überblick. Also da kannst du gut sein, dass du eins findest. Ah, da bläst jetzt wieder auf den Rohr. Dann kommt wieder die ganze Menschheit angerannt. Applaus und wieder Game Over Est. Ja, das ist nicht normal. Es ist nicht normal. Na, aber wir haben jetzt irgendwie noch mindestens eine halbe Stunde über zu prügeln. Dann ist es vorbei. Dann können wir was anderes mal spielen zur Abwechslung. Oder werden was anderes spielen zur Abwechslung. Da bekommst du mal eine Challenge. Eine Challenge? Ja. Eine Super Mario Challenge. Okay. 10 Level. Und du darfst das jemals sterben.
Ne, 8 Level darf das jemals sterben, irgendwie sowas. Sage ich dir dann. So, aber erstmal geht's hier weiter. Beziehungsweise bei mir geht's weiter damit, mein Headset zu entwirren. Das war gerade verheddert, jetzt hat. Jetzt bin ich ja voll im Spiel gesehen. So, den müssten wir hauen, bevor er bläst. Ja, die anderen sehen es. Ich muss mal gleich Blastmusik anmachen. Ja, es ist wieder Game Over, Applaus. Also, das, was wir an Game Over haben... Macht nicht. Aber es ist, wie gesagt... Ich muss nicht wissen, wie oft Nintendo schon verreckt ist in dem Spiel. Na gut, zweimal bis jetzt. Also, ich weiß nicht, ich hab's noch nicht wirklich geschaut, aber nicht oft. Aber das ist schon... Das ist das erste Zelda-Game, was bis jetzt erschienen ist, ne? Ah, vielleicht soll ich auch mehr diese Sachen hier einsetzen. Also, wenn wir das hier meistern... Da meistern wir jedes. Definitiv. So, der Soldatenbogen zerbricht Gleis. Halleluja. Ich sag nur das, was da steht. Das steht da in dem Fall. Stand da gerade? Ja. So, und jetzt werde ich gesinnt mal aufs Ärzten gehen und du kommentierst dann Essen weiter. Passt alle auf, dass wir nicht was Kabel fallen. Reiße dir extra das Ding zum Mikrofon. Reiße ich dir extra. Du darfst reden. Okay. Okay, habt ihr gehört, ich darf reden. Woo! Und ich will die Pfeile haben, die ihr gerade alle hierher geschossen hat, überall. Ich meine, ich bin fast out of Pfeile. So, tut mir leid, hab mich gerade konzentriert. So. 5 Holzpfeile. Ist schick. Ihr Lager ist auch schick, aber ihr Stuff ist jetzt mein Zeug. Ein Opal. Okay. Was liegt da hinten rum? Ein Schleichglöckchen. Okay. Okay, okay, okay. Noch so eine Art Schleichglöckchen. Schleichling.
Der Zweihänder gerade war ja brutal. Damn, so weg. Ich würde mal sagen, wir essen mal was. Ich meine, du wirst nicht glauben, da war gerade ein Skelett mit einem riesigen Zweihänder. Ja. Und dieser Zweihänder hat uns fast zerberstet mit einem Schlag. Was hat der? Der hätte mich fast abgemurkst mit einem Schlag. Und den nehme ich jetzt, der ist gut. Zwischenzeitlich habe ich immer noch kein Wild gefunden. Ja. Zuschauer sind gerade vermutlich des Todes gelangweilt. Müssen nicht kommentieren? Doch schon, aber so. Kommentieren ist halt nicht alles. Ich weiß. Es geht auch ums Spiel. Es geht eigentlich viel mehr ums Spiel. So. So, nehmt der Profi mal wieder. Ne? Ich bin der Profi. Demonstrativ. Jetzt bringe ich den zur Strecke. Das ist schön. Wir kommen de facto gerade sehr voran. Wir kommen gar nicht voran, weil dieses Viech ja nicht ist. Ach ne, das war Ironie, mein Lieber. Okay. Kommt aber wohl nicht so rüber. Ja, während der das einstellt, beenden wir den Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.